bin in die Kreisliga A und zwar zu der Viktoria aus Birkesdorf. Der FC Viktoria Birkesdorf empfing heute um 15 Uhr bei etwas herbstlichem Wetter zu Hause die SG Nordeifel, die sich ja noch ganz schwer tut in der Nordeifel bzw. in der Kreisliga A. Pflichtaufgabe erfüllt, das ist die Frage, die wir an den Trainer Willi Kirschbaum stellen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Jochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, 7-1, in der Offensive, ja, haben wir die Pflichtaufgabe erfüllt. Die Jungs haben gut agiert. Wir haben wirklich schon zum Start des Spiels wirklich Power gegeben, haben aber hinten einige Problemchen gehabt. Und ich sag mal ganz ehrlich, Nordeifel hätte auch mehr wie ein Tor schießen können. Ja, zur Das Halbzeit, sollte ja. uns, Entschuldigung, das sollte uns zum Nachdenken bringen. Ja, zur Halbzeit schon 3:0. Ich glaube, der Super-Einkauf hat schon wieder zugeschlagen, ne? Ja, Pressel kommt langsam ins Rollen. Zweite Halbzeit musste ich ihn auswechseln, hat dann Schlag auf Schienbein bekommen, aber ja, hat ein gutes Spiel gemacht, passt sich mittlerweile immer besser ins Team ein, macht Spaß mit ihm, haben eben in der Kabine schon ein bisschen gefeiert und ja, ich sag mal, tolle Mannschaft, hat Spaß heute gemacht. Ja, man soll natürlich nicht zu früh feiern. Wir sind erst am 6. oder 7. Spieltag, nee, am 5. Spieltag. Und da kann man ja noch nicht die Weichen so richtig stellen, weil Kopf-an-Kopf-Rennen wird sich ja, sag ich mal, andeuten zwischen der Birkesdorf, Winden und vielleicht auch überraschenderweise Düren 77, die sie ja immer besser ins Rollen kommen. Gehen wir mal zur Halbzeit. 3:0, Ihr Fazit in der Kabine? Dass wir es bis auf zwei Kontersituationen, die fahrlässig waren, sehr gut gemacht haben. Wir haben sehr gut gepresst, sehr gut kombiniert, sehr gut gespielt, auch zurecht geführt, aber hätten mindestens ein Tor kriegen können. Die Arroganz, dass wir feiern heute, ist nicht, weil wir ein Ziel verfolgen, um Gottes Willen. Also das wäre mehr wie arrogant. Wir feiern einfach einen Sieg. Und da hat die Mannschaft komplett das Recht zu. Wir haben innerhalb der Mannschaft heute drei Jungs, die Geburtstag haben. Der erste Vorsitzende hat Geburtstag. Wir feiern heute einfach drei Punkte und da freue ich mich auch drauf, dass wir jetzt gleich zum Vereinsheim gehen. Und nein, nein, also wir feiern nicht irgendetwas, was in der Zukunft sein könnte. Um Gottes Willen. Ja, der Vorsitzende war gestern noch aktiv an der Maria-Waller-Straße mit seinen Systemen, mit seinem Kommunikationssystem. Heute feiert er Geburtstag. Da hat Birkesdorf ja heute einen guten Tag erwischt. Haben wir. Wir haben uns massiv geärgert, die ganze Mannschaft, dass wir ein Gegentor gekriegt haben. Wir wollten an sich auch heute wieder die Null, aber dass das natürlich irgendwann passiert. Nordeifel hat es gut gemacht. Wir waren offensiv wohl extrem stark, extrem druckvoll. Wir haben immer weiter gedrückt, gemacht, getan und okay, die Jungs haben 7 Stück gekriegt, aber sie haben zu Recht ein Tor gemacht und sie hätten heute noch ein, zwei machen können, ganz ehrlich. Da sollten wir drüber reden im Laufe der Woche und da sollten wir auch dran arbeiten. Ja, zur Halbzeit 3:0, zweite Halbzeit 4:1. Wie war denn die zweite Halbzeit? Wer hat die Tore denn in der zweiten Halbzeit, sag ich mal, dementsprechend vorbereitet oder, sag ich mal, abgeschlossen? Also heute war auf jeden Fall sensationell drauf Nico Collearas. Der hat dann noch den Elfmeter versenkt, der hat auch ein Tor gemacht, zweite Halbzeit und ja, der hat heute gewirbelt gemacht, getan. Super Tag von ihm und da freue ich mich riesig drüber. Dann hat Olli Brent noch ein Tor gemacht, mein Sohn hat noch ein Tor gemacht. Ich glaube, wir haben fünf verschiedene Torschützen. Das ist natürlich toll für die Mannschaft. Angelo war heute ein bisschen unglücklich, hat ein gutes Spiel gemacht, hat gut gegen den Ball gearbeitet, aber der hätte heute auch mindestens zwei, drei Tore machen können. Aber eine gute Mannschaftsleistung und die Stimmung ist toll. Wir werden jetzt rübergehen ins Vereinsheim, werden dann noch den FC gegen Bochum gucken und oder Bochum gegen FC, ich weiß jetzt gar nicht, wie rum es ist, aber werden da auch was essen, ein paar Bierchen trinken und auch ein bisschen Spaß haben. Ja, Hochumstallen hat heute unglücklich verloren zu Hause. 2:3 gegen Burgwart. Düren 77 hat die Punkte abgegeben nach Koslar 1:3. Der TSV Düren hat Nowenich 2:0 geschlagen und das Spiel in Winden bzw. in Merken läuft noch. Und wir sind gespannt, wie die nächsten Tage weitergehen. Wie sieht denn aus, der kommende Gegner? Wir fahren jetzt nächste Woche nach Ruhrland. Das, denke ich mal, wird ein emotionales Spiel, weil unser Manuel kommt daher und
Wir müssen da schauen, die sind schlecht gestartet, aber die werden alles tun, um uns Punkte wegzunehmen. Ja, da müssen wir vorsichtig sein, denn ich denke, die sind nicht so schlecht, wie der Tabellenstand war. Also wir sind gewarnt und werden vorsichtig sein. Willi Kirschbaum von der Viktoria Birkesdorf. Heute ein runder Tag, mehr Geburtstag und erfolgreich auf dem Platz. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön, Herr Jochum.